1890 wurde die Pferdebahnstrecke vom Traensberg in die alte Neustadt eröffnet. Diese wurde durch den Abbruch der nicht länger benötigten Festungsanlagen ermöglicht. Nur wenige Jahre später begann man auch hier mit der Elektrifizierung. Im Jahr 2000 wurde mit dem Bau einer neuen Endstelle begonnen, welche die alte Blockumfahrung Speicherstraße-Lostauerstraße im April 2002 endgültig ablösen sollte. Am 18. Januar 2002 entstanden diese Bilder und zeigen den letzten Betriebstag der alten Endstelle. An diesem Tage wurde, nachdem um 22.46 Uhr der letzte Zug die Endstelle durchfahren hatte, unmittelbar mit der Demontage begonnen. Vieles der zukünftigen Trassenführung und der nötigen Umbauten ist in diesem Tage bereits zu erkennen. So verlässt Triebwagen 1347 gerade den bisherigen Endpunkt in der Lostauer Straße und passiert dabei die baldige Abfahrtsendstelle. Auch einige Tatra-Wagen finden an diesem Tag noch einmal Einsatz auf der Linie 2. Nehmen wir noch einmal Platz im Triebwagen 1335 und durchfahren ein letztes Mal die alte Endstelle Alte Neustadt. Durch die Umbaumaßnahmen hat sich viel verändert. So befindet sich heute an der eben zu sehenden Gleisbaustelle die jetzige barrierefreie Haltestelle Stendaler Straße. Auch der Kreuzungsbereich in der vor uns liegenden Rogezer Straße mit der Gardalegener und Hafenstraße hat nun ein neues Gesicht bekommen.
geradeaus, so sehen wir den damals zukünftigen Verlauf der heutigen Strecke. Doch lagen auch in diesem Abschnitt bereits früher einmal Gleise. Bis in die 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts führten diese auf einer eingleisigen Strecke zum Freilagergelände Lange Lake, auf dem auch die ersten Tatra-Wagen zum ersten Mal am 4.4.1969 Magdeburger Boden berührten. Aufgestellten Masten und verlegten Gleise lassen es bereits erahnen. Vor uns liegt nun die neue Wendeschleife.